Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Was geht? Letztes Mal sind wir hier im, oh Gott, wie hieß dieser Wald nochmal? Im Wirrscheinwald stehen geblieben. Dann machen wir heute einfach mal weiter. Was ist das? Was ist das Pokémon? Kann ich damit interagieren? Warte mal. The fuck? Was? Was ist das denn? Ein Pamon? Really? Okay. Das Ding ist ganz schön klein und Level 31. Ich denke mal, eine Nitro-Ladung dürfte reichen. Und? Ja. Na klar. Einfach weg. Okay. Oh, shit. Okay, das war einfacher als gedacht. Also, das war definitiv einfacher als gedacht. Um Längen einfacher als gedacht. Kannst du das mit dem Pilz? Achso, ich kann hier immer gehen. Gegenhauen und dann wird's hell. Okay, cool. Kommen hier keine Pokémon? Hä? Okay. Ah, die, guck mal, die Pilze hören nach einer Zeit wieder auf zu leuchten. Okay, merkwürdig. Okay, aber ich. Ja, okay, okay, ich kann damit leben. Hm? Ach, Leute, hier ist ein Arena-Kämpfer. Ja, Arena-Kämpfer, Bruder. Nee, hier ist ein Pokémon-Kämpfer. Suchst du nach Pilzen? Wusstest du schon, dass die Pilze hier leuchten, wenn man sie berührt? Oh. Er ist anscheinend auch auf der Suche nach ein paar Magic Mushrooms. Küchenchef Altan. Altan, Bruder, was geht? Was ist das für Pokémon? Das Ding, Alter. Gott, habe ich das Pokémon das letzte Mal gesehen. Das ist schon mittlerweile. Zwei Arena-Kämpfe her oder so. Ich denke mal, das dürfte easy sein, oder? Feuerball, Bruder? Ey, dieser Angriff ist so geil animiert, ne? Bruder. Ich meine, alle anderen Angriffe sehen so kacke aus. Immer irgendwie das Gleiche. Aber dieser Angriff, Bruder, der sieht so gut aus. Das sieht so gut aus, wenn er mit dem Stein balanciert und dann dem anderen Pokémon so eine Breitseite reindrückt. Fatalité? Ach, keine Ahnung. Machen wir mal weiter. Ich glaube nicht, dass das Pokémon sondern die stark ist, oder? Tee? Kann er? Ich denke mal, Doppelkick ist da effektiver. Oh. Also, ich kann nicht keine Tee. Tasse treten. Ah, ja. Bruder, dann machen wir mal eine Nitro-Ladung. Warum bist du schon wieder dran? Aua. Warum sieht das immer aus, als ob mein Pokémon gerade einen Angriff macht und dann einen Hit kassiert? Das sah gerade schon wieder so aus. Als ob mein Pokémon gerade einen Angriff gemacht hat. Weil es irgendwie mit dem Fuß ausgeholt hat. So, ich weiß, es sah irgendwie danach aus. Keine Ahnung. Aha, okay. Okay, Kranowitz ist schon fast in Level Up. Okay. Noch ein Pokémon? Okay, weiter kämpfen. Amelux? The fuck? Das sieht creepy aus. Alter, sieht das creepy aus. Guckt euch mal das Gesicht von dem Pokémon an. Ja, okay, das ist meine Pokémon. Ja, aber ich will noch gerne das andere nochmal sehen. Ja, das ist eher dieses Pokémon auf der Aufnahme. Da. Schaut euch das Gesicht an. What the fuck? Da kriegt man noch Angstzustände. Stell dir mal vor, du gehst durch den Wald und so ein Ding guckt dich an. Jesus. Oh, easy. Easy, warte mal kurz. Ich muss mal hier ein bisschen mein Headset-Kabel ein bisschen rumfummeln. Komm schon, so. Besser. Aber schon ein merkwürdiger Typ, ne? Das ist ein Chefkoch, der in einem Wald unterwegs ist, um ein paar Magic Mushrooms zu besorgen. Ich glaube nicht, dass ich mir hier ein paar Pokémon fangen will, oder? Ich meine, hier kommen so merkwürdige Pokémon, Alter. Da habe ich einfach keinen Bock drauf, glaube ich. Was? Blendpuder. Ah, okay. Okay, okay, Bruder, wenn du meinst. Ach, hier ist schon wieder so ein Pokémon beim Pilz dran. Na, kein Bock drauf. Wir gehen jetzt einfach mal nach rechts. Mal gucken, was hier hinten ist. Oh, ein Item. Zwei Hyperheiler. Okay, ach, hier kommt noch mal weiter. Okay. Das ist komisch, dass man hier keine Pokémon sieht. Normalerweise siehst du immer, wenn hier so ein Pokémon unterwegs ist. Aber jetzt siehst du gerade gar nichts. Ich meine, ich sehe da hinten, dass da irgendwas unterwegs ist. Aber ich sehe nicht, was da hinten unterwegs ist. Ja, die beim Pokémon kann ich eigentlich oben lassen, ne? Obwohl, ich könnte ihn hier... Ich würde Gyarados gerne mal trainieren. Und zwar so richtig trainieren, damit man es auch endlich mal einen vernünftigen Angriff lernt. Aber bis jetzt kann Gyarados nicht viel tatsächlich. Also, nichts. So wirklich. Also, Gyarados ist ein bisschen useless. Ach, warte mal, ich trau mal da rein. Was kommen denn hier für Pokémon? Das Ding, dein Ernst? Ein Flauschling? Ah, ja. Trolladung dürfte reichen.
Ich meine, mein Pokémon ist 7 Level über dem? Nein? Reicht nicht? Okay. Okay, okay. Baumwollsaat. Macht's überhaupt Damage? Nee, ne? Ne, macht kein Damage. Wow. Was für ein ultimativer Angriff, Bruder. Ultimativ. Und bam. Hinüber. Ich find's echt komisch, dass man hier keine Pokémon sieht. Ich meine, gut, man könnte sagen, ja, ist doch dunkel, dadurch sieht man die schlechter. Ich meine, kann man sagen, aber... Warum sehe ich hier keine Pokémon? Ich sehe nicht, ob hier irgendwas unterwegs ist. Hm. Ich gehe jetzt mal hier lang. Ah, ein Item. Ich wusste es. TM24 Schnarcher. Ja, darauf hätte ich auch verzichten können, Bruder. Darauf hätte ich auch verzichten können. Obwohl, warte mal, bringt das nicht gegnerische Pokémon dazu einzuschlafen? Das könnte ganz cool sein. So, komm mal her hier. Kommt her, Leute, ich mach euch platt. Ist mir scheißegal, was ihr zu sagen habt. Es wird eh nichts Interessantes sein. Denn ihr seid nur NPCs. Das Mutprum-Pärchen Marco und Veronika fordern dich heraus. Okay. Dann zwasch mal, was ihr drauf habt. Oh, ein Luna. Oh. Hab ich nicht? Doch, ich habe einen Vulpix gefangen, oder? Nee, das ist halt, glaube ich, besiegt bei der Arena, oder? Das habe ich besiegt. Na, verdammt nochmal. Ist auf jeden Fall richtig gut, dass ich meinen Gyarados hier am Start habe. Hat Gyarados überhaupt irgendeine Wasserattacke? Wie, nicht effektiv? Willst du mich verarschen? Bruder, ich zünd das Ding hier an. Nassschweif, ja. Genau. Okay, gut. Ich wusste gar nicht, dass er eine Wasserattacke drauf hat. Dieser Angriff, ne? Mm. Ah ja, so viel zum Thema nicht sehr effektiv. Okay, Bruder, ich verstehe. Wahrscheinlich bei Molona nicht so effektiv, aber mit dem Pokémon, huh. One-Hit. Huh. Golbit hat Level 37 erreicht. Bruder, entwickel dich doch endlich mal. Ich glaube, das letzte Mal hat einer im Chat geschrieben, dass das Ding sich auf Level 43 entwickelt. Ah. Cooler Angriff, Bruder. Cooler Angriff. So, Nassschweif, Bruder. Das war eine nice Schelle. Das war eine nice Schelle. Instant weg, das Ding. Instant. Okay. Oh. Hat nicht gereicht. Ja, ja, alles cool. Ja, ja, alles cool, Digga. Ihr habt eh nichts zu sagen. Hier, tschüss, mach Abflug. 7000, Ehre. 7344 Pokédollar. Ehre. Davon kann ich meinen nächsten Drogenrausch auf jeden Fall bezahlen. So, hier unten war noch irgendwo eine alte Oma, die ich noch weg. Ballen wollte. Kann man verstehen. Zwei Übertränke, Ehre. So, die wollte ich noch wegmachen. Jo, was geht? Ja, manche Pilze sind was auch immer. Wunderschön. So, Granny. Madame. Eleanor? Eleanor? Ja, Eleanor, ne? Ich glaube, Eleanor dürfte das sein. Was ist das denn? Ist das das schwarze Schaf in der Familie, oder was? Guckt euch mal die Hüfte an. What the fuck? Was für ein Typ an das Pokémon-Design? Das ist ja eine übelst breite Hüfte. Jesus. Die Hüfte ist breiter als der Kopf, abgesehen von den Hörnern. Okay, hätte gefährlich sein können. Naja, Nitro-Ladung, dann das Ding weg. Und tschüss. So, mal gucken, was als nächstes kommt. Also, das Pokémon war ja irgendwie nicht so besonders. Ich sollte mal andere Pokémon trainieren. Ich trainiere irgendwie immer nur mein Libelo. Das ist einfach schon mittlerweile 41. Sehr wohl. Oh, guck mal, was das ist. Noch so ein Ding? Okay, Bruder, du kriegst von mir keine Gnade. Viel Spaß damit. Der Angriff macht halt einfach alles mit einem Treffer tot. Egal was, egal was. Ein Angriff, es ist hinüber. Als ob die Bello schon fast wieder Level 42 ist, ey. Leck mich. Ja klar, Donnerblitz, Bruder. Na klar. Ich würde das hier weghauen. Ich habe ja Ladungsstoß hier oben und das hier. Ich nehme das weg, genau. Weil Slam würde ich noch behalten, damit ich eine Nicht-Donner-Attacke habe mit Pikachu, aber... Naja, ich habe ansonsten drei Donner-Attacken schon, also ich hau einfach irgendwas weg. Ja, alles cool. Nochmal 6000 Ehre. Jetzt krieg ich anscheinend eine Menge Geld, wenn ich die Leute besiege. Das ist doch geil. Habe ich hier noch etwas? Was ist jetzt los?
The fuck? Ein Pelzebub? Okay, Bruder. Normal, das Ding sieht. Sieht aus wie eine abgefuckte Version von einem Gegner aus Zelda. Das könnte ein Typ aus Zelda sein, ne? Schaut euch den mal an. Das könnte ein Bösewicht aus Zelda sein. Der sieht irgendwie komplett so designt aus. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Der passt da, glaube ich, richtig gut rein. Tiefschlag. Wow, du bist schon wieder dran. Ehre. Ehre. Trollado. Level 38 war das Pokémon. Jesus. Und Libellus Level 42. Es wird einfach immer stärker und stärker und stärker. Oh mein Gott. Irgendwann macht das alles noch One-Hit. Obwohl, es macht sie jetzt schon. Shit. Das Pokémon ist viel zu stark. Was haben wir hier? TM56, Kehrtwende. Okay. Okay. Oh, interessiert mich nicht, was die Attacke kann. Ich werde TMs und VMs eh nie benutzen. Also, ich nutze die Dinger nie. Außer damals in der alten Edition, wo du die benutzen musst, um Surfer oder Schaufler und sowas zu erlernen. Aber ansonsten benutze ich VMs gar nicht. Warum? Nun ja, ganz einfach, weil ich einfach will, dass die Pokémon die Attacken lernen, die sie von alleine erlernen. Ich finde das irgendwie besser, ich weiß auch nicht. Ich will mein Pokémon nicht irgendwelche Attacken aufzwingen. Und meistens erlernt das Pokémon eh immer die stärksten Angriffe von alleine. Also, ist halt einfach meine Meinung. So, das hier müsste der Feenohren sein gegen die alte Omi, oder? Die hat uns ja schon letztes Mal ihre Karte gegeben. Ich weiß nicht, ob ich dafür noch trainieren muss. Ich glaube nicht. Ich habe nämlich mein übelst starkes Feuer-Pokémon mit Feuerball. Das macht eigentlich schon alles ganz gut tot. Also, ich glaube nicht, dass ich da trainieren muss, oder? Dann schaut euch mal die Pokémon an. Jesus, die sind over the top. Ich frage mich aber ehrlich gesagt, wann sich Pikachu entwickelt. Aber ich bin auch der Meinung, dass es eine Edition gab, wo Pikachu sich nur mit einem Donnerstein entwickelt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so war. Aber ich bin der Meinung, das war mal so. Ich bin ja so ein wahnsinniger Typ hier hinten. Was ist, geht mit dir, Alter? Chaka! Chaka! Was ist? Ich bin ein Pokémon, los, kämpf gegen mich. Okay, ich erkläre dir mal, was ich das, wie ich das sehe, okay? Gehören Hoplo und Thermopod derselben Art an? Nein, oder? Nee? Thermopod klingt wie eine erhitzte Toilette, aber das andere nicht, irgendwie, nee? Und doch bezeichnen wir sie beide als Pokémon, nicht wahr? Ja, klar. Hoplo und ich gehören verschiedenen Arten an, also Thermopod, okay. Im Umkehrschluss wäre es also nur logisch, mich auch als Pokémon zu betrachten. Ergibt Sinn, oder? Es ist zwar nett gemeint, aber du musst mir nicht nur aus Höflichkeit zustimmen. Ich sehe ja selbst, dass der Vergleich hinkt und es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Bruder, von mir aus kannst du gerne Pokémon sein, aber da musst du auch so eine Attacken drauf haben wie Feuerball oder Hydro-Pumpe und was auch immer, Bruder. Und Pickeln zählt nicht, okay? Ich meine ja nur. Ich wollte halt bloß gerne ein Pokémon sein, okay? Gib nicht auf, Bruder. Ich hab's. Kleiner machen, Leute. Oh Mann, oh Gott, sagt man doch, oder? Ein Outfit beeinflusst das Innenleben. Digga, zieh dich jetzt nicht an wie ein Pikachu, okay? Das heißt, wenn ich mal ein Outfit das Gefühl gibt, ein Pokémon zu sein, dann bin ich ja quasi eins. Ein wirklich Pokémon, oder? Geworden, oder? Was auch immer? Ja, klar. Klar, Bruder, na klar. Hör mal, wärst du so gut, ein Outfit zu tragen, das meine brodernde Leidenschaft verkörpert? Am besten in einem Design, bei dem man das Gefühl hat, das Feuer förmlich zu spüren. Willst du mich jetzt anzünden, oder was? Ah, jetzt will er wahrscheinlich, dass ich die Kleidung von dem anderen Arenaleiter anziehe und dann nochmal zu ihm gehe, weißt du? Das will er bestimmt. Aber ich will jetzt nicht seinen Fetisch bedienen, deswegen machen wir das an dieser Stelle nicht. Lampi! Oh, da ist ein Lampi da oben! Erholung. Claw. Claw, das kenne ich. Oh, das ist ein Item. Duftpilz. Salzig Duftnote. Riecht wie Papa nach der Arbeit unter den Ochseln. Schmackhaft. Schmackhaft. Du bist auch schon hier. Oh, Stefan. Klar, was geht? Sag bloß, du hast schon 4 Arena-Ohren. So langsam wirst du mir ja richtig gefährlich. Pico? Doch, gegen sie habe ich schon gekämpft, oder? Ich hätte doch schon gegen sie gekämpft, oder? Ich glaube schon, oder? Ja, doch, gegen. Ja, doch, wir haben schon gekämpft. Stimmt. Zweimal, glaube ich, sogar schon. Gehört? Sogar. Morpeko kriegt immer mehr Respekt vor dir.
Morpeko? Keine Ahnung, wer das ist oder was zur Hölle das ist. Moment mal, Morpeko? Hm. Würdest du mir etwa sagen, dass du Stefan magst? Ach, das Pokémon da unten heißt Morpeko! Oh Gott, Alter, shit. Oh, ich war gerade anders verwirrt. Das ist unser Gegner in der Arena-Challenge. Ist dir das klar? Na schön, was soll's? Weißt du was? Ich gebe dir meine Ligakarte. Hab ich die nicht schon? Bekomme ich die wirklich erst jetzt? Zwischen unseren Händen waren noch irgendwie mindestens 80 cm Abstand, also müsstest du noch einen Schritt näher kommen. Ich meine ja nur. Ich sollte mir mal eine Ligakarte angucken, oder? Ich habe noch nie eine Ligakarte gesehen. Ich sollte mir mal eine Ligakarte angucken nach langer Zeit. Sollte ich mal machen, ne? Ja. Sie ist als Zeichen dafür, dass ich dich als meinen Rivalen anerkenne. Warum habe ich so viele Rivalen? Sammle ich die eigentlich mittlerweile? Schließlich haben es außer uns nicht viele so weit geschafft. Ja, noch nicht. Vielleicht brauchen die halt einfach ein bisschen länger. Wir sehen uns am Ende der Arena-Challenge. Als Gegner. Na klar, na klar, na klar. Nee, 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 nee. So, wo kann ich denn diese komischen Karten angucken? Die Karte da ist, Album, genau. Ah, okay. Dies hier, was? Warum steht da eine Zahl links unten? Oder heißt es, weil er ist die Nummer 1? Oder wie? Was für ein merkwürdiges Bild, Alter. Das Bild schreit, ah, ich bin nicht so eine. Aber irgendwie doch, ich bin nicht so eine, okay? Erstmal ein bisschen mit Arsch posen. Ich verstehe schon. Hopp, okay. Oder sind das die Nummern, die sie haben? Das kann ja auch sein, ne? Aber du siehst halt nirgendwo irgendwie ein Trikot, oder? Warte mal, sie hat ein Trikot. 49. Achso, das sind die Nummern. Okay, ich sehe es gerade. Bei ihr auf dem Rücken steht 49. Und steht auch 49. Okay. Watt. Ich habe 1542 Watt. Die gehorchen alle Pokémon bis Level 60. Okay, da kann ich auch ein bisschen trainieren, ne? Ich meine, stell dir mal vor, hier geht dieser Typen mit Level 60 an. Stell dir vor, ich hätte Pokémon Level 60 und würde die jetzt gegen die kämpfen. Was labert der die ganze Zeit? Ja, ich will das kaufen, Bruder. Bruder, Pokémon Level 60 und dann gegen den kämpfen hier, Bruder. Der hat ja gar nichts mehr zu lachen. Na klar, kaufe ich. Das kriege ich einen Premiere-Ball, nicht wahr? Nein! Was ist denn da passiert? Warum kriege ich keine Premiere-Bälle mehr? Warum kaufe ich davon? Aber ich habe doch schon 30 davon. Scheiße. Egal, aus Reflex. Ich kaufe noch ein paar Mal Beleber. Davon habe ich auch schon 11. Das reicht eigentlich auch schon. Nee, das ist mir jetzt genug. Ich kaufe mir Superbälle. Obwohl, ich kriege, glaube ich, wahrscheinlich nach dem Kampf hier Hyperbälle, nicht wahr? 3 Premiere-Bälle. Easy. Das war's. Hau rein. Warum grinst die mich so komisch an? Warte mal, ich will mal ganz kurz mein Pokémon-Team überprüfen. Weil ich gehe jetzt rein und kämpfe gegen Feen-Pokémon höchstwahrscheinlich. Ich glaube, Gyarados kann dagegen was ausrichten mit dem Feuerschweif-Angriff. Golbit hat Unlichtangriffe, das dürfte auch passen. Er passt auf jeden Fall. Also er ist, glaube ich, gegen Feen-Pokémon sehr stark. Er dürfte auch passen. Pikachu. Ich glaube, Pikachu kann nichts ausrichten, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Habe ich nicht mal gegen ein Pokémon gekämpft, wo Pikachu keine Angriffe macht? Ach, das war Unlicht, glaube ich, genau. Das war Makabaya. Makabaya war das gewesen, genau. Makabaya. Na, dann wollen wir mal, ne? Willkommen, Arena Challenger. Möchtest du in unserem Arena-Stadion antreten? Na klar. Dann würde ich dich zuerst bitten, eine Umkleideuniform zu schlüpfen. Okay, anscheinend machen sie jetzt irgendwie, sagen jetzt eben noch das Gleiche, oder? Ja, die sagen noch das Gleiche. Okay, das brauche ich nicht mehr vorlesen. Okay. Die sagen alle noch das Gleiche, von wegen, zieh dich an und dann komm rein. Ja, sieht so ausgezeichnet aus, bist du bereit? Dann kannst du losgehen. Oh, klar. Nee, nee, nee. So, Leute, die Nummer 69 rasiert wieder. Jetzt geht's richtig los. Warum habe ich eigentlich schon wieder diese Uniform, Mann? Habe ich die nicht irgendwie anders? Ach, das ist jetzt auch scheißegal. Ach, das ist Granny! Ja, sie ist eindeutig die Arena-Leiterin hier. Da bist du ja, Kindchen! Oh, du hast immer noch so viel, zu wenig Pink an dir. Bitte, was? Was sei's drum? Wie Pink? Bruder, ich bin Typ. Siehst du nicht schon meinen Undercut an der Seite? Ich habe meine Seiten auf Kontostand. Siehst du das nicht? So wie kurz sie sind? Ich bin Typ. Mach Schaller. Ich hol gleich mein Klappmesser raus. Meine Arena-Mission ist gleichzeitig auch ein Vorstellungsgespräch? Oh Gott. Ich bin nämlich auf der Suche nach jemandem, der meine Nachfolge als Arena-Leiterin antritt. Ja, aber ich bin Typ, also... Was willst du jetzt von mir? Du wirkst verunsichert, Kindchen. Keine Sorge.
Ich werde dir schon nicht den Kopf abreißen. Naja, du musst lediglich ein paar Fragen beantworten und dabei gegen andere Trainer kämpfen. Das wird ein Kinderspiel. Du wirst schon sehen. Es gibt da nur einen kleinen Haken. Okay. Für die falsche Antwort, die du gibst, sinken die Statuswerte des Pokémon, das gerade für dich kämpft. Bitte? Dafür erhöht sich seine Statuswerte auch. Und eine Frage, die du beantwortest. Okay. Warum das so ist, fragst du? Na klar. Nun, Feen-Pokémon verfügen eben über unerklärliche Fähigkeiten. Ah, also ist das so, weil es so ist. Nicht jetzt irgendwie, weil es jetzt irgendwas Besonderes ist, sondern es ist einfach so, weil es so ist. Okay. Aha, okay. Es ist so, weil es so ist. Also ist meine Xbox kaputt, weil sie kaputt ist und nicht, weil ein Teil da drin kaputt ist, sondern einfach, weil es so ist. Okay. Dann wollen wir doch mal sehen, wie du dich so schlägst, Kindchen. Okay. Los, Oma, gib mal ein bisschen Gas. Ich weiß, alte Hüfte und so, bist nicht mehr die schnellste, aber ein bisschen schneller kannst du noch sein, oder? Ja, es geht jetzt los. Gib alles, na klar. So wie immer, ne? Ich sprinte direkt los. Oh, es ist awkward. Ist das awkward, Alter. Also dann, wollen wir doch mal sehen, ob du das Zeug zum Feen-Arena, Alter, hast. Ich will nicht. Mein Gott, sie ist ja auch Mitte 70, oder was? Graue Haare, man sieht schon, seht ihr dieses Grüppchen, diese Lachfalte an der Seite? Wenn ein Pokémon-Charakter sowas hat, dann weißt du, okay, der Charakter ist älter. Oh, jetzt kommt sie mit ihrem kleinen, süßen Pokémon. Oh, wie süß. Nikroladon. Das dürfte es gewesen sein, oder? Nein, oh, es hat überlebt. Aber ich glaube, mit Feuerball mache ich trotzdem alles One-Hit, also Psychokinese. Oh. Frage. Kennst du die Schwachstelle von Feen-Pokémon? Gift. Sind sehr effektiv gegen Feen-Pokémon. Ich habe einfach A gedrückt, weil ich dachte, da kommt noch was dazu. Ich dachte nicht, dass ich direkt auswählen muss. Ich habe einfach A gedrückt. Egal. Mich hat noch stärker. Von mir aus. Ich habe die Frage durchgelesen und aus Reflex A gedrückt, weil ich dachte, wenn ich A drücke, geht die Frage weiter oder so. Oder kommt ins Fenster. Aber das ist von alleine aufgeploppt, deswegen habe ich direkt die Frage bestätigt. Nur so als Frage, Gift war die Antwort anscheinend. Okay. Hätte ich jetzt nicht gewusst, aber ich hab's einfach gemacht, okay. Hier ist das Sabayon? Sabayone? Sabayone? Keine Ahnung. Bringen wir es hinter uns, damit ich keine Frage beantworten muss. Bitte? Energieball, okay. Bruder, ich habe gerade einen Feuerball verloren wegen dir. Geht doch. Dachte ich mir. Keine Chance. Oh, dieser Angriff ist so gut. Er ist so gut. Ja, interessiert mich nicht. Ich habe sie platt gemacht. Guck mal, sie fällt schon fast in Oma. Sie hat es mit dem Herzen. Oh. Fällt gleich um. Nicht übel. Ich kann natürlich nicht für Pamela reden. Aber meine Neugier hast du geweckt. Okay. Nee, jetzt kommt eine andere rein. Was? Hä? Hat sie jetzt einfach umgedreht und kommt wieder rein? Jetzt kommt eine zweite Gegnerin. Mach dir keine Sorgen darüber, wie es bisher gelaufen ist, sondern konzentriere dich voll auf unseren Kampf. Ist sie jetzt kurz raus und wieder rausgegangen und jetzt kommt sie wieder rein? Ach, sie heißt sogar anders. Es ist ihre Zwillingsschwester. Oh, okay. Ihre Zwillingsschwester will also auch hier kämpfen. Okay. Interessant. Zwei Pokémon, okay. Na, scheiß drauf, jetzt weg haben. Es ist halt einfach. Dieser Angriff ist so genial. Es ist einfach glorreich. Es ist. Schock Güzel, Bruder. Ja, du hast erreicht Level 35. Ja, cool, jetzt erlernt man. Mann, er soll was erlernen. Paar Finesse? Ach, weiterkämpfen. Ach, das ist die Weiterentwicklung davon. Frage, wie ist der Arena, gegen den du als erstes gekämpft hast? Ach, Arena-Trainer, Susanne. Wunderbar. Oh, richtig gerade. Ich habe das noch nie mit dem A am Ende so wirklich gesehen. So viel ist es aber gewesen sein, oder? Dieser Angriff, ey. Ich könnte mir den ganzen Tag angucken, der sieht halt so geil aus. Das ist gefühlt der einzige richtig gut animierte Angriff im Pokémon.
Also ich habe bis jetzt noch keinen Angriff gesehen, der so gut animiert wurde wie der hier. Die anderen sind alle so mehr, so 0815. So, Julia wurde auch besiegt. Sie ist erledigt worden. Oh yeah, Bruder. Oh yeah. Alter, sieht das Ding geil aus. Glückwunsch. Dein Kranowitz hat sich zu einem Kramor entwickelt. Kramor, okay. Irre. Guck mal, wie geil das aussieht, ey. Damn, Bruder, damn. Flug und Stahl. Jesus. Versucht Stahlflüge zu erlernen. Na klar, Bruder, na klar. Dafür haue ich Furienschlag einfach mal weg. Piekser, glaube ich. Ne, Piekser mache ich weg, genau. Ich habe ja Piekser und Bohrschnabel. Dann mache ich mal Piekser einfach weg. 1, 2 und Schirrup. Kann man Piekser vergessen und Stahlflügel erlernen. Ehre. Hab keine Angst davor, auch mal Fehler zu machen. Halte den Blick einfach vorne gerichtet. Nach vorne gerichtet. Na klar, na klar, na klar, na klar. Na klar. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder ihre Drillingsschwester. Tatsächlich. Wechseln die sich ab da hinten? Ist es nur eine Person, die immer wieder nach hinten geht und wieder nach vorne kommt? What the fuck? Jetzt bin ich an der Reihe. Mal sehen, ob das Potenzial hat, das Nachfolger zu werden. Jesus. Warum sehen die alle gleich aus? Ursel? Ach, der hat einen Pelzebub. Warum sehen die alle gleich aus? Was ist das? Ach, scheiß drauf. Weg damit. Ich meine, bevor ich den Arena-Leiter herausfordere, kann ich ja nochmal kurz mit Pokémon seine Energie und meine Attacken wieder auffüllen. Und da ist alles cool. Und das spart mir jetzt gerade einfach Zeit. Einfach nur Zeit. Einfach alles one-hitten. Guck, mein Hasen freut es auch. Da muss nicht viel kämpfen. Einfach alles wegkloppen. Fertig. Easy. Oh. Da hätte ich Feuerball reinballern müssen. Was esse ich morgens zum Frühstück? Curry. Mashallah, Curry. Das ist jetzt eine Frage. Ich würde Omelette sagen, weil sie eine ältere Lady ist, aber Curry war wegen dem Spiel halt. Ich meinte einfach Omelette? Genau, ich habe wahrscheinlich für Omelette mit Käse. Kann man die überhaupt falsch liegen in dem Spiel? Ich rate und mache alles richtig. Ich würde vor. Naja, machen wir das hier mal. Nitrolatum. Ich weiß nicht, ob Nitrolatum mein stärkster Angriff war. Dann kam Feuerball und alles weggeown. Zauberschein. Schon beautiful. Und nochmal Nitrolatum. Das dürfte es gewesen sein. Na klar. Pokémon ist so OP. Es ist einfach so OP. Ich brauche die anderen Pokémon fast gar nicht mehr. Ich glaube, irgendwann werde ich mal eine Challenge machen für mich selber einfach. Einfach mit einem Pokémon alle Arena-Leiter wegballern. Mit einem einzigen Pokémon. Keine Pokémon fangen, nur mit einem Pokémon alles durchballern. Aber ich glaube, der vierte Arena-Leiter war bis jetzt der schwerste mit seinem Kampf-Pokémon. Jesus, die haben mir richtig die Ehre genommen. Die Arena-Mission für Forkstein-Sprüche zu verwenden, ist etwas speziell, ich weiß. Aber, naja, Pebble ist schließlich auch ein wenig speziell, na klar. Sie hat jeden Weltkrieg miterlebt. Gehen. Sie sagt halt auch gar nichts da unten, ne? Außer die Fragen. Ansonsten sitzt sie einfach nur da und guckt zu. So, jetzt bin ich durch. Herzlichen Glückwunsch, hast du ja immer so bestanden, klar. Ich bin schon gespannt, ob du es auch schaffst, geschafft hast, die Arena zu überzeugen, okay? Möchtest du jetzt zum Kampf herausfordern? Ja? In Ordnung. Dann hier entlang, bitte. Ich drück dir die Daumen. Obwohl, hab ich nicht noch? Warte mal, lass mal ganz kurz was nachgucken. Ich hab doch hier... Genau, das habe ich auch noch, stimmt. So, und jetzt mache ich einfach noch einmal einen Trank. Einfach, weil ich so viele davon habe. Hier rauf, genau. Und das reicht auch schon. Schon habe ich meinen Feuerball wieder aufgeladen und ich kann reingehen in den Kampf. Gott, Alter.